Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr gerade seht, bin ich ungeschminkt. Das hat den Hintergrund, dass wir heute ein sehr, sehr außergewöhnliches Make-up-Produkt ausprobieren werden. Und zwar ist das ein koreanisches Make-up-Produkt. Leider kann ich hier wirklich gar nichts drauf entziffern. Und ich denke, die meisten von euch auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und zwar nennt sich das Ganze hier Direskill Face Shield Patch, glaube ich. Das hier soll so eine Art Base sein für unter die Foundation, aber das Coole daran ist einfach, dass wenn ihr diese Base auftragt und dann euer Make-up auftragt, dass euer Make-up quasi abziehbar ist. Einige von euch kennen das bestimmt, abschminken abends ist halt super, super nervig und damit könnt ihr wirklich einfach eure Haut abziehen wie so eine Maske und ich finde das wirklich so, so interessant und das soll wirklich so für Leute geeignet sein, die zum Beispiel Akne haben, weil das hier soll quasi so eine zweite Hautschicht auf eure legen, sodass ihr wirklich eure ganzen Pickel verdecken könnt. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze anzuwenden. Einmal wirklich aufs ganze Gesicht auftragen, das werde ich heute machen, oder halt wirklich punktuell auftragen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich punktuell irgendwas bringt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche trockenen Stellen oder so dann erzeugt im Gesicht, wenn man dann wirklich nur hier einmal was drauf schmiert und dann nirgendwo mehr. Wie gesagt, das soll halt so eine zweite Haut sein fürs Gesicht und das ist, denke ich mal, so eine Art Gel oder so. Und wie gesagt, das soll man sich dann aufs ganze Gesicht auftragen oder halt punktuell, hat dann dadurch eine zweite Haut. Ist jetzt total schade, dass ich keine Pickel oder so im Gesicht habe oder keine starke Akne, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen interessanter fürs Video, um halt einfach mal zu schauen, wie das Ganze wirkt. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass ihr euch dann gar nicht mehr wirklich abschminken müsst, wenn ihr wirklich nur Foundation auftragen wollt, sondern ihr könnt das Ganze einfach abziehen und dann halt euer Gesicht waschen oder so. Ich muss wirklich sagen, ich hasse es, abends mich abzuschminken und deswegen ist es eigentlich ein richtig cooles Produkt. Ich meine, wer zieht sein Make-up nicht gerne einfach ab? Ihr kennt das sicherlich auch von Nagellack oder so, da gibt es ja auch Strip-Lack oder so und den kann man auch einfach abziehen ohne Nagellackentferner. Und ich bin echt gespannt, ob das wirklich so eine zweite Hautschicht ergibt, wie sich das Ganze auf der Haut verhalten wird und ob das wirklich irgendwie Akne abdeckt. Wie gesagt, ich kann es leider an mir nicht demonstrieren, aber ich kann halt schon einen Unterschied feststellen, ob es deckender ist oder nicht, die Foundation vor und nachher. Genau, das Produkt, das schaut so aus. Das kommt in so einer kleinen Tube. Sieht eigentlich aus so auf den ersten Blick wie so ein Lipgloss oder eine kleine Creme. Also es ist wirklich auch sehr, sehr klein. Wie viel Milliliter haben wir denn hier drin? Ja, leider kann ich die Schrift hier gar nicht entziffern. Da steht bestimmt, wie viel da drin ist. Aber ich denke nicht mehr wie 10 Milliliter oder so. Sehr, sehr dickflüssig auch. Und genau, das werden wir jetzt einfach mal auf dem ganzen Gesicht auftragen. In so einer dünnen Schicht. Also wirklich sparsam damit umgehen, weil ich denke, sonst hätten sie sicherlich eine größere Packung gemacht da draus. So, ich werde mir jetzt einfach mal hier den Spiegel zur Hand nehmen und werde einfach mal an der Stirn anfangen. Ui, das ist ja wirklich wie Kleber. Ihh. Also das fühlt sich wirklich an wie so eine Peel-Off-Maske, ne? Die Augenpartie würde ich an eurer Stelle aussparen, weil das halt wirklich sehr, sehr kühlend ist, das Zeug. Und ich halt nicht weiß, ob das ganz gut ist für die Augen, aber ich denke halt eher nicht. Deswegen am besten eure Augenpartie aussparen und nicht als Lidschattenprimer oder so benutzen. Ich denke, so geht es schneller, wenn ihr das wirklich punktuell in eurem Gesicht auftragt. So, ich habe das Ganze jetzt wirklich im ganzen Gesicht aufgetragen. Ich muss sagen, das fühlt sich ganz normal an bisher. Hier an den Wangen spannt es so leicht. Aber ich werde das Ganze jetzt mal so 5 Minuten trocknen lassen, dass es wirklich so komplett fest sitzt. Weil ich weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist, dass das Make-up aufzutragen, wenn das Ganze noch feucht ist. Deswegen lasse ich das kurz 5 Minuten eintrocknen und melde mich gleich wieder. So, 5 Minuten sind rum und bei mir im Gesicht ist wirklich alles getrocknet. Es fühlt sich ganz normal an alles. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was auf dem Gesicht habe. Deswegen gut trocknen lassen würde ich euch empfehlen. Und jetzt werde ich von MAC die Studio Fix Fluid Foundation benutzen. Da habe ich die Farbe NC15 und die werde ich einfach mit so einem Pinsel ganz normal auftragen, als hätte ich irgendwie vorher gar nichts aufgetragen. Und ich bin schon echt gespannt, ob sich die Foundation hier gut auftragen lässt oder nicht. Weil das ist schon eine sehr, sehr stark deckende Foundation. Und die wird halt, wenn man trockene Haut hat, echt so ein bisschen cakey. Deswegen habe ich mich extra für die entschieden und wir werden das Ganze jetzt einfach mal auftragen. Und ich fange einfach mal bei der Stirn an. Ey, das ist so heftig. Krass. Also das ist gerade so, wie als würde ich auf einer Puppenhaut gerade Foundation drauf schmieren. Vielleicht wäre das doch besser, mir dann nochmal einen Beautyblender zur Hand zu holen, um das Ganze dann wirklich zu verwenden. Also meine Haut ist einfach komplett glatt.
so als hätte ich gar keine Haut mehr irgendwie. Ey, aber das ist so krass, Leute, ne? Okay, einen Fehler habe ich gemacht und zwar auf der Nase hätte ich wirklich ein bisschen länger trocknen lassen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das genau seht, aber auf der Nase sieht es halt ein bisschen unschön aus. Im Gegensatz zu den anderen Stellen, also wirklich die Stirn, die ist wirklich perfekt geworden. Wie gesagt, die Nase hätte ich länger trocknen lassen sollen, weil da habe ich eben gerade auch nochmal so ein bisschen drauf gemacht gehabt. Und da habe ich echt den Fehler gemacht und habe halt nicht genügend trocknen lassen. Deswegen wirklich alles gleichmäßig auftragen und auf einmal und alles auf einmal trocknen lassen. Weil hier die Wangenpartie, die sieht einfach unnormal gut aus. Ich denke, das kann man hier wirklich super gut sehen, dass das wirklich an der Stirn aussieht wie von einer Puppe. Also wirklich gar keine Makel, gar nichts. Das ist viel zu krass. So, jetzt machen wir uns mal an den spannenden Teil. Und zwar werde ich das Ganze jetzt einfach mal vor der Kamera zusammen mit euch abpeelen und beginne einfach mal direkt an der Nase. Und oh mein Gott, Leute, es fühlt sich so an, als hätte ich gar nichts im Gesicht. Das ist wirklich unfassbar. Also wie das aussieht, das ist wirklich aller Achtung, wirklich. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Nase. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal, das lässt sich wirklich ablösen. Knallhart. Probieren wir mal die andere Seite. Meine Porzellanhaut jetzt hier wegzukriegen. Hey, das ist so cool. Das Zeug ist der Hammer. Krass, guck mal. Als wäre ich so eine Puppe. Das könnt ihr wirklich von jeder Stelle ganz beliebig abziehen. Ja, so cool. Also damit muss man dann wirklich nur noch Gesicht waschen und hat man sich abgeschminkt. Das muss man natürlich nur ein bisschen schneller machen als ich hier. So Leute, ich habe mich jetzt wieder komplett abgeschminkt und ich hoffe, ihr konntet einen riesen Unterschied erkennen. Ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, wenn ich mir in meinem Gesicht so ein bisschen rumreibe, dass sich das Ganze sofort löst. Aber das ist nicht der Fall. Also ihr müsst da wirklich schon ein bisschen öfter drüber gehen und dann halt so ein bisschen dran rumzuppeln. Das dürft ihr halt nicht machen, wenn ihr dieses Produkt benutzt. Aber ich denke mal generell, wenn man auch Foundation trägt, reibt man sich generell nicht so im Gesicht rum oder fängt da an, irgendwie im Gesicht rumzukratzen. Also wenn mal irgendwas juckt oder so, kurz kratzen ist überhaupt nicht schlimm. Da löst sich auch gar nichts, wenn ihr das gut trocknen lässt. Wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht an der Nase und habe da so ein bisschen mehr drauf geschmiert und habe das halt nicht komplette 5 Minuten trocknen lassen, sondern habe dann schon vorher angefangen, mich zu schminken und dann fing es an, sich so ein bisschen auf der Nase aufzulösen. Also wirklich gut trocknen lassen und habt ihr wirklich eine Puppenhaut und das Zeug ist halt wirklich der Hammer, ne? Also das ist wirklich so ein kleines Wundermittel, finde ich. Ich finde allerdings, dass da echt ein bisschen wenig drin ist. Ich hätte mir echt gewünscht, dass das eine größere Packung ist, aber ja, so ist es nun mal. Wie gesagt, das Zeug riecht nach einem Anti-Pickel-Zeug. Also eigentlich perfekt für die Leute, die halt Akne haben, weil ich mir halt denken könnte, auch wenn ich jetzt hier drauf nichts lesen kann, dass es auch unter der Haut dann, wenn man Make-up trägt, die Pickel einfach bekämpft. Aber dazu kann ich jetzt irgendwie noch nichts sagen. Vielleicht könnt ihr ja mal im Internet ein bisschen nachrecherchieren und nachlesen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und wie gesagt, ich werde euch das Produkt bei Amazon in die Infobox verlinken. Das kam leider nicht mit Prime, sondern das kam aus dem Ausland. Aber ich habe jetzt ungefähr 4 Tage drauf gewartet und dann kam es auch schon direkt. Also es ist wirklich eine richtig, richtig super tolle Investition. Ich werde es auf jeden Fall nicht im Alltag verwenden, sondern wenn ich zum Beispiel auf Events gehe oder so. Weil das finde ich halt echt mega, mega cool für besondere Anlässe. Wenn man halt wirklich mal strahlend tolle Haut haben möchte. Und das hier hat mich wirklich umgehauen, das Produkt. Und ich finde, so ein Produkt sollte wirklich jeder von euch kennen, weil das ist einfach der Burner. Ihr braucht euch auch gar nicht mehr abschminken. Ich habe eben gerade auch nur so ein bisschen mein Gesicht gewaschen mit Wasser, aber das mache ich ja auch immer nach dem Abschminken. Und generell abschminken braucht man sich jetzt so gar nicht mehr. Und ja, so sieht meine Haut jetzt aus und vorher sah sie natürlich wirklich aus wie eine Puppe, muss man sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis bald. Ciao!